Was gab man auf Z-Fighto? Saruyon für Dokkan Battle Global wurde heute das nächste Duel Dokkan Festival angekündigt, nämlich das von Paekwon und Janemba. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Das heißt, in diesem Video sprechen wir im Banner Preview über die Charaktere, was sie drauf haben, was sie von ihnen erwarten können, wie ihre Banner auf JP aussahen und ja, wie das Ganze auf Global dementsprechend aussehen könnte. Lasst mich im Endeffekt wissen, ob ihr für die beiden Boys zusammen werdet oder nicht. Ich sage euch eine Sache, das ist der größte Skip des Jahres, meiner Meinung nach. Ich habe das auf JP so zur Seite geschoben. Ich glaube, wir haben nur einen Livestream gemacht gehabt. Live-Summons mit jeweils einem Durchlauf und gut ist. Die Charaktere sind gar nicht mal so schlecht, Freunde. Also sind nett designt, vor allem Paekwon, finde ich, mit der Unit Superdeck, mit Gogeta und so fort. Ich habe nichts dagegen, aber es ist für mich kein Hauptgrund, in das Banner zu gehen, nur wegen Janemba und Paekwon. Aber im Banner werden auch die 5-Jahres-Jubiläumscharaktere sein, das heißt Gogeta und Vegito Blue. Wir schauen uns die Banner gleich an und auf Global gehe ich davon aus, dass wir sowohl den ersten Durchlauf vergünstigt bekommen, als auch Tickets bei den Summons, also pro Multi-Summon, dass man Tickets bekommt, als auch, dass der 4. Multi kostenlos sein wird, also nach 3 Multi-Summons, in denen man Stones ausgegeben hat, wird der 4. kostenlos sein und man kann dann im Prinzip auch Tickets bekommen. So war das nämlich mit dem End of Year Charakteren vom Jahr zuvor, also mit Transforming Majin Vegeta und Transforming Goku. Die haben nämlich auf Global einen vergünstigten Durchlauf bekommen, dass der 4. Multi kostenlos war, als auch Tickets. Okay, also das haben wir auf jeden Fall noch im Hintergedanken. Und wenn dann die Celebration die Tage, ich schätze in 2 Tagen dann losgeht, spätestens, dann werden wir natürlich im Das Müsst Ihr Tun Video speziell darüber sprechen, was es in der Celebration zu tun gibt, sowohl als auch wie das Banner tatsächlich aussieht mit den Tickets, mit dem Discount und so weiter und so fort. Aber ich sag euch eine Sache, ich werde auf Global da nicht reingehen. Muss nicht sein, meiner Meinung nach. Trotz dessen schauen wir mal an, was die Boys and Girls drauf haben. Paekwon ist der Leader, er wird der Leader der neuen Kategorie Connected Hopes. Diesen gibt er Ki plus 3, HP Attack mit Defense 170% oder Super Glass Ki plus 3, HP Attack mit Defense 130%. Die Connected Hope Kategorie schauen wir uns gleich mal an. Connected Hopes an der Stelle. Super Attack tut er greatly, seinen Angriff erhöhen für eine Runde, macht immense Damage und tut den Angriff des Gegners senken, okay? Das ist eine normale Super Attack. Die Unit Super Attack kann sich aktivieren, wenn es einen Charakter gibt, dessen Namen Goku Angel oder Vegeta Angel gibt und der in derselben Runde angreift, dann kann man seine Unit Super Attack aktivieren oder sie aktiviert sich automatisch. Er erhöht seinen Angriff greatly für eine Runde, macht immense Damage und macht sehr effektiven Schaden gegen jeden Typus und tut greatly den Angriff senken des Gegners. Das ist geil, dass er durch die Unit Super Deck einen sehr effektiven Schaden macht und die Bedingung ist relativ easy in seinen Team Setups mit einem Goku Angel oder Vegeta Angel. Ist auf jeden Fall machbar in den Teams, in den Kategorien, denen er vertreten ist. Gibt es viele Goku Angel oder Vegeta Angel. LS Super Vegito Death Strength aus der Donald Celebration zählt zum Beispiel auch dazu. Passive Skill Attack mit der 150% Super Class Verbündeten gibt er Ki plus 2 auf den Angriff und auch die Verteidigung 30%, wenn er 3 oder mehr Keys eingesammelt hat. Also Paekwon. Easy, Leute. Ganz ehrlich, Paekwon ist so ein Charakter, wenn ich den mal irgendwann ziehen werde, ich tue den in den Teams, in denen ich ein Spiel einfach rein raus sortieren, ist ein Support hier an der Stelle. Wenn ich einen Goku Angel oder Vegeta Angel habe, zum Beispiel in der Kategorie von LR Super Vegito mit Battle of Wits, dann nehme ich den einfach und habe einen Supporter, den ich rein raus sortiere, habe einen guten Supporter, der gut offensiv hat, gut defensiv, ich sag mal solide, und der aber auch hier eine sehr Effektivität hat mit der Unit Super Deck haben. Deswegen gar nicht mal so schlecht. Dann bekommt er noch zusätzlich weitere Ki plus 4 und eine High Chance gegen Angriffe zu dodgen 50% und sieht den Angriffen Gegner dessen Super Attack, wenn er einen Rainbow Keyser eingesammelt hat. Also der Boy kommt schon mit einer netten Utility, sag ich mal. Er hat an der Stelle noch einen Active Skill. Mit diesem Active Skill tut er quasi eine Runde Ghost Ashern. Das heißt, er tut die Runde in die nächste Runde versetzen. Also die Runde, den Angriff des Gegners logischerweise. Ja, wenn der Gegner jetzt diese Runde angreift, sag ich mal 5-mal, aktiviere ich den Active Skill, dann greift der Gegner. Dann wird diese Runde, die Angriffe des Gegners werden auf die nächste Runde übertragen. Diesen kann man aktivieren, wenn man gegen einen Gegner kämpft und dessen HP 50% und drüber sind, ab Anbeginn der 4. Runde und einmalig pro Kampf logischerweise. Von den Links ist Supreme Warrior, Gentleman, Experienced Fighters, Shocking Speed, Code Judgment, Otherworld Warriors, Fierce Battle, Kategorie Movie, Heroes, Worthy Rivals, Otherworld Warriors, Saviors, Battle of Wits, Connected Hopes. Das sind seine Sets auf 100%. Er ist ein netter Charakter, ich bin ehrlich zu dir, aber für mich kein Hauptgrund für ihn zusammen in dem Banner. Deswegen werde ich das Ganze skippen. Ihr lasst mich wissen, wie ihr Paekwon findet. Ich finde ihn gut designt, solide designt. Ist mal was anderes, anderes Spielziel. Auch die Unit Super, der gefällt mir, der Active Skill. Und wie gesagt, wenn ich ihn irgendwann ziehe,
Ich klatsche einfach in das Team, tue ihn rein, rostotiere. Wenn ich da Superclass-Charaktere habe, dann ist er eben Supporter für die. Traute mehr Keysen sollten auf jeden Fall im Rahmen des Machbaren sein. So, die Kategorie von dem Boy ist noch folgende, bevor wir uns Janemba anschauen. Und zwar haben wir hier, Spirit Bomb Goku, Majin, okay. Angel Vegeta, Ja, apropos Angel Vegeta, Der zählt ja auch dazu, zu der Bedingung von Unit Super Attack. Als auch, weil das einen Namen hat, als auch hier an der Stelle, der Allegoreta. Oh ja, Leute, ansonsten ist eine Kategorie, ne? Connected Hopes hier. Ja, Supergeta ist drin, angenommen, mitgenommen, ich sehe Supergeta. Gibt bessere Kategorien, auf jeden Fall. Sein Ding ist halt geil, dass er Superclass noch einen Boost gibt. 130% kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe mir damals gewünscht gehabt, dass er Movie Heroes wieder wird. Das wäre schon deutlich geiler, weil dann hätten wir einen Movie Heroes wieder, sagen wir mal, Key plus 3 auf alles 170% und der ein Supporter ist, ein Superclass Supporter. Ich meine, klar, er ist eine Movie Heroes Kategorie, ich kann ihn mitnehmen, trotzdem rein raussortieren, aber dadurch hätten wir Double Lead Support und das würde ich auf jeden Fall geiler finden als Connected Hope, sag ich mal. Aber gut. Kommen wir zu Janemba. Der Boy ist halt jetzt, bei dem hätte ich mir auch gewünscht, Movie Bosses. Ist aber, beziehungsweise hat auch eine neue Kategorie eingeführt, Mind and Body Erosion. Er gibt der Mind and Body Erosion Kategorie Key plus 3 HP Attack und Defense 170% oder Extreme Class Key 3 130%. Erhöht als, by the way, Transforming Charakter. Er fängt dann als Janemba. Man kann ihn dann transformieren durch den Active Skill zu Super Janemba. Nicht transformiert, bekommt er für die Verteidigung 30% für eine Runde, wenn er eine Super Attack macht, macht immense Damage. Passive Skill hat auf den Angriff und auf die Verteidigung 120%. Hat einen Guard gegen jeden Angriff. Ist auf jeden Fall nice. Gibt Extreme Class Verbündeten Key plus 2 Attack Nerf 30%, wenn man 4 oder mehr Keys für einen einsammelt. Unnötig. Also nicht der Support Aspekt, sondern unnötig. Wieso bei ihm 4 oder mehr und bei PyCon 3 oder mehr? 4 oder mehr ist schon unrealistischer als 3 oder mehr, Leute. Weil es sind Typen Keys für einen. Ja? Es sind Typen Keys für einen, Leute. Also Rainbow zählt darunter nicht. Der muss zum Beispiel 3 AGL einsammeln. 3 Strength von seinen Fort, 3 oder mehr. Der muss 4 oder mehr. Und 4 oder mehr Tech, Strength, je nachdem. Das ist unrealistischer als nur 3, logischerweise. Und ich verstehe das nicht, wieso wir das bei dem so gemacht haben. Dann hat er eine Damage Reduction von 30%, wenn er 2 oder mehr Rainbow Keys einsammelt. Also wieso hat er immer plus 1 bei den Bedingungen? Und Pycorn nicht. Total unnötig. Total unnötig, meiner Meinung nach. Und ich habe mich so oft schon einmal gefreut, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, skippity skip, selbst wenn ich den ziehe, als ob ich den Benutzer gibt, meiner Meinung nach. Klar, er ist sehr tanky. Er ist sehr tanky. Das feiere ich. Ich habe bei meiner Prediction oder so mir gedacht, dass er sehr, sehr tanky sein wird. Ein Guard bekommt, Damage Reduction hat er, lässt sogar einen Support-Aspekt. Sehr geil. Aber wieso 4 oder mehr? Naja, was soll's. Dann hat er noch einen Active Skill, eine Active Skill Transformation. Diesen kann man aktivieren, wenn Janemba 5 oder mehr Angriffe bekommen hat. Einmalig pro Kampf, dann kann man ihn transformieren zu Super Janemba. Wir schauen uns gleich an, was er drauf hat. Vor der Transformation hat er The Innocence, More Than Meets the Eye, Metamorphosis, Master of Magic, Nightmare, Big Bad Boss, Fierce Batman. Er ist in der Kategorie Movie Boss, Transformation Moves, Mind and Body Erosion. Das heißt in wenigen Kategorien. Also schon mal vorab gesagt, PyCon werdet ihr wahrscheinlich in euren Setups mehr nutzen als dem Boy, weil der ist in wenigen Setups. Movie Boss wäre geil, aber als Supporter zumindest auch auf jeden Fall rein raus sortieren. Klar, man kann auch eine Rotation lassen mit einem anderen Super Janemba, aber wieso 4 oder mehr Typen-Keys wären, man? Like for real. Wären das 3, dann hätte ich gesagt, rein mit ihm als Supporter und gut ist, aber so ist das Ganze ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. So, was hat er nach der Transformation drauf? Erhöht Angriff und Verteidigung für eine Runde, macht immense Damage. Und hat auf den Angriff und auf die Verteidigung 180%. Dann ändert er zufällig einen bestimmten Typus an Keysphären. Entweder in einen anderen Typus an Keysphären oder in Rainbow Keysphären. Ist auf jeden Fall nice, weil man kann den Janemba zum Beispiel transformieren, den Friend nicht, um beide in Rotation spielen, sodass es dem Janemba von zuvor entgegenkommt mit dem 4 oder mehr Orbs. Trotzdem bleibe ich dabei, dass 4 oder mehr Typen Orbs zu viel sind. Und er bekommt dann zusätzlich weitere 40% auf den Angriff, wenn er 3 oder mehr Typen Keys eingesammelt hat. Und bekommt eine High Chance, gegnerische Angriff zu dodgen, wenn er Rainbow Keys eingesammelt hat. Das heißt, es kann sich auch beides aktivieren. Also nehmen wir mal an, ihr sammelt mit ihm 4 Keys ein. Darunter sind 3 von einem Typus. Das heißt, ihr habt den 40% Angriff Part und ein Rainbow Keys, dann habt ihr seinen Dodge. Also ob so oder so, Leute, ich weiß nicht. Diese Linkskills bekommt dann zu, die hauen mich echt nicht vom Hocker. Speziell bei Janemba ist die Sache, wenn ich ihn mal irgendwann in den Banner ziehen werde, wenn er mal ein Comeback hat. Ob ich ihn überhaupt dann irgendwann mal spielen werde? Wahrscheinlich schon. Ich sage euch eine Sache.
Guck mal, ich sag euch eine Sache. Das hört sich gerade fett an, als würde ich dir trash-talken. Aber wenn ihr ihn zum Beispiel zieht, der im Extreme Tag Extreme Super Battle Road oder Extreme Tag Super Battle Road, falls ihr das nicht geschafft habt, der ist euer Mann. Also der ist richtig gut für das Super Battle Road zum Beispiel. Vor allem nicht dran zu machen, wie tanky der ist. Da ist auf jeden Fall geil. So ist nicht, da muss ich ihm die Credits geben. Aber im Allgemeinen so, ja, kann man mal machen, kann man machen. Aber ich hätte sie anders gestaltet, um ehrlich zu sein. Aber gut, kommen wir mal zu der Kategorie Mind and Body Erosion. Ja, im Prinzip Charaktere, deren Body oder Gedächtnis auf irgendeine Art und Weise infiltriert wurde oder übernommen wurde. Das ist geil. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten gibt auch auf jeden Fall bessere Kategorien. Also. Ja, Movie Boss und Movie Boss wäre nochmal ein anderes Ding. Man muss meiner Meinung nach nicht immer neue Kategorie raushauen, aber bei den beiden kann ich es verstehen, weil die haben, vor allem Janemba hat eine neue Kategorie gebraucht, PyCon auch. Deswegen, ich kann damit leben, so ist nicht, aber ihr merkt es auch schon, ich bin nicht allzu überzeugt von den Charakteren. Ihr lasst mich gerne wissen, wie ihr das Ganze seht. Ich werde da nichts haben, ich skippe das Ganze definitiv. WQ hier an der Stelle ist ein Free-to-Play-Charakter, kann man sich dann erfarmen. Gibt der Fusion-Kategorie Kill plus 3, HP, Attack und Defense 50%, hat eine High-Chance. Seinen Angriff massively zu erhöhen für eine Runde, macht Supreme Damage, hat auf den Angriff 150%, auf die Verteidigung 50%, bekommt aber jedes Mal minus 10% auf seinen Angriff mit jeder Runde, die vergangen ist, bis zu minus 50%. Er hat zudem eine Medium-Chance, kritische Treffer zu landen, wenn er eine Super-Attack macht. Seine Verteidigung und seine Dodge-Chance erhöhen sich jedes Mal um 10% mit jedem Angriff, den er bekommen hat, bis zu 50%. Links geht's Sane Warrior Race, Tough as Nails. Fusion Failure, okay. Fuse Fighter, Over the Flash, Otherworld Warriors, Shattering Limit, Kategorie Fusion Movie Rose, Otherworld Warriors. Ist ein Free-to-Play-Charakter, wie gesagt, hier an der Stelle. Und genau, Boys and Girls. Kommen wir zu den Bannern. Bevor ich das mache, eine Sache ganz kurz. Janemba hat keine Farmreise, PyCon hat aber eine. Das ist der aus dem Strike-Event, der PyCon. Wolltest du mal kurz gesagt haben. Ja, die Banner von Janemba und PyCon sind mit 8 Featured Charakteren, das heißt, die Rate, um einen Featured Charakter zu ziehen, liegt bei 0,625%. Wir haben normal GSSR, Garantie pro Multisum, pro 5 Stones, die ihr in diesem Banner ausgibt, bekommt ihr ein Red Coin. Janemba kommt als neuester Charakter, Vegeta Blue, richtig geil, natürlich, auf jeden Fall, wenn ihr ihn zieht, richtig genial, definitiv. Und, die Sache ist jetzt die. Wenn ihr Vegito Blue oder Gogeta Blue auf jeden Fall haben wollt, aber nicht in das Banner reingehen wollt, dann könnt ihr natürlich sie mit 500 Red Coins kaufen, weil sie ihr Comeback haben, falls ihr sie möchtet oder unbedingt braucht. Ansonsten würde ich die Red Coins eventuell auch eher für die zukünftigen Charaktere sparen, also für das Comeback von Ui Goku und Evo Vegeta. Klar, das dauert auf jeden Fall auf Global noch, weil sie erstmal released werden müssen. Das globale Jubiläum mit Elle Ui Goku und Elle Evo Vegeta ist im 7. Monat diesen Jahres, Anfang Juli. Aber Vegito Blue und Vegeta Blue sind auf jeden Fall immer noch richtig geile Charaktere, definitiv. Auch sehr spaßig mit ihnen zu spielen. Also hier hättet ihr die Option, sie auch mit 500 Red Coins zu kaufen, falls ihr nichts haben wollt. Aber es ist euch überlassen. Ansonsten haben wir noch Int Elle Vegito. Klar ist der 3-Jahres-Jubiläumscharakter, aber ey, ist immer noch ein guter Charakter, definitiv. Spielt's mit dem Strength Elle, Super Vegito auf jeden Fall nice. Gotenks haben wir, ist auch ein geiler Charakter. Gotenks, netter Charakter. Wenn man ihn zieht, ist geil. Für ihn speziell reinzugehen, müsste nicht sein. Selbes sage ich zu Trunks, selbes sage ich zu Samas. Ist ein bisschen schon länger her, dass der rauskam hier, sag ich mal. Der ist auf jeden Fall noch solide bei Lang Events. Der ist nicht schlecht, aber es gibt bessere defensive Charaktere. Ja, der existiert auch noch irgendwo. Ich sehe Janemba natürlich geil, wenn ihr ihn zieht, könnt ihr sie in der Rotation spielen. Aber das Banner ist jetzt auch nicht so das beste Banner, was es jemals gab, sag ich mal. Elle Gogeta, Fuse Gogeta, selbes wie mit Vegito, mit den beiden Vegito. Auf jeden Fall nice. Transforming Boo, nice, muss nicht sein. Tals. Jetzt kommt's. Die Sache ist die. Kategorie-Charaktere bekommen auch demnächst in ihr ECA. Oder das Ganze hat schon angefangen mit Int Ui Goku und den Elle und seinen Fort. Und Leute, Tarz ist schon ein älterer Charakter und Tarz ist ein geiler Charakter immer noch. Klar, nicht transformiert hat er wenig Verteidigung, aber Ki plus 3 40%. Er hat geile Linkskills für die Teams, in denen er vertreten ist. Wenn der mal früher oder später in die See bekommt, dann werdet ihr euch auf jeden Fall jetzt schon mal freuen, wenn ihr ihn gezogen habt, falls ihr ihn noch nicht habt, sag ich mal. Aber ja, so viel zu Tarz. Ja, DBS Broly. Nice, muss nicht sein. Gogeta auf jeden Fall auch nice, muss aber auch nicht sein.
Der, ja, also Ize in Support geht das auf jeden Fall besser. Ja, Freunde, so viel zu den Bannern. Nichts Überragendes. So sahen die Banner auf JP aus. Das heißt, Änderungen vorbehalten. Auf Global könnte sich das Ganze ändern. Ich denke aber nicht, dass die Banner sich ändern werden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst mich wissen, geht hier rein oder nicht. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Wenn ihr Lust habt, heute Abend wird gestreamt. Checkt den Streamplan aus. Ist in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my word. You a man, bro, don't you cry. I'm a girl.